Alright, Leute. Die Action beginnt. Oh yes. Oh yes. Ist das krank. So, die Platinenproduktion, die ist gleich schon soweit ready. Jetzt müssen wir erstmal Strom, also die Fabrik tue ich zum Schluss verkleiden. Ich habe jetzt extra das so gebaut, dass hier noch ein bisschen Platz ist, weil da hinten ist ja Kupfer. Und das werde ich bis hier rein verfrachten und dann will ich hier die Kabelproduktion machen. Also Drähte und dann Kabel. Und dann geht das hier hinten, wir werden das Kupfer wahrscheinlich, den Kunststoff hier nochmal ausspeisen. Der geht dann hier lang und dann wird auch das Kupfer wahrscheinlich irgendwo hier rausgehen. Und dann hier zusammen wird das dann alles zu den Computern vorne. Fände ich zumindest eine coole Sache. Dann habe ich auch die Computerfabrik ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich kompakt, oder nicht? Dann ist der nächste Step der schwere modulare Rahmen. Den müssen wir dann auch ans Laufen bringen. Ich sag mal, eine Option, die wir auch machen können, statt dem Förderband später, wenn Zander seine Straße auch verlegt hat und so, können wir ja gucken, ob wir eine Straße hier hinbauen und auch einen LKW Kunststoff immer transportieren lassen. Da müssen wir ja nicht hier so ein ewig langes Förderband fahren lassen, ne? Wäre ja auch eine Option. Also generell denke ich, später wäre das mit den Straßen auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber die müssen erstmal gezogen werden. Und bevor wir jetzt gar keinen Progress mehr machen, macht es erstmal Sinn, das so zu machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege hier. Egal, das sieht jetzt gut aus. Hauptsache, wir machen erstmal Fortschritt, Chat. Wir sind ja langsam auf einem guten Weg, Leute. Zieht's euch rein. Der ist jetzt hier am Bohren. Und die fangen jetzt an, Kupfer zu schmelzen. Let's go. Ich baue jetzt erstmal einfach im Groben so eine Produktion und dann fange ich die an zu verkleiden. So. Die Dinger laufen. Let's go. Er haut einfach 50 Ocken raus. 50 Ocken? Ein Anfang, ja. Er sagt, ich hoffe, das ist ein Anfang. Ich bin jetzt gleich so weit, dass Computer endlich gebaut werden, Zander. Ich muss jetzt noch Kupferdrähte machen und die zu Kabel und dann muss das noch alles irgendwie zusammen in so einen Dings rein hier. Ja, du bist auf jeden Fall weiter als ich schon, was das angeht. Aber ich mache gerade das Design für die Straße. Kurve steht auch fertig. Und dann geht's ab. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht geht. Aber warte mal. Es ist so lächerlich. Zählt nicht, ne? Wait, vielleicht habe ich eine smarte Lösung, Leute, für das Problem. Oh yes. Oh yes. Ist das krank. Wir produzieren jetzt 7,5 Computer die Minute, Leute. Damit. Das ist eine riesen Computerfabrik hier schon. Zander, es ist soweit. Was ist soweit? Es werden Computer produziert. Nice. Und nicht gerade wenig, ne? Ich habe das so gebaut, dass zwei Manufakturen laufen, die voll ausgelastet Computer produzieren. Wie viele sind das pro Minute? Das sind 7,5 Computer pro Minute jetzt, die wir machen. Wie viel? 7,5. Insgesamt? Ja. Das ist geil. Das ist sehr geil. Das hört sich im ersten Moment wenig an, aber das ist wirklich gut. Noch freut er sich über 7,5 die Minute. Ja. Also ist schon eine gute Produktion. Rumgepusche. Hast du übertaktet? Ja, einmal. Du könntest rein theoretisch einfach einen Somasloop reinsetzen und die Produktion auf 15 die Minute erhöhen. Ja. Gleicher Input, mehr Output. Weil die Computer sind ja, solange wir wissen, wo wir die Somasloops verbaut haben, ist das ja vollkommen okay. Ja, kann ich machen. Nice. Dann rein damit. Weil bei den Computern lohnt sich das ja schon, ne? Ja, wir haben eh von den Dingern sehr viele. Und solange du jetzt den nächsten Teil baust, mach auf jeden Fall diese Splitter mit Shredder-Geschichte. Oh, da, ne? Müssen aber 4 Stück rein, um das zu verdoppeln, ne? Ja, wir haben ja, wie viel haben wir denn? 25. 21 oder so. Ja, ist okay für den Moment. Also 4 Stück pro Maschine.
Ja, also 8 Stück viel, müsste ich machen, um komplett zu verdoppeln. Das ist viel. Warte mal, lass mal überlegen. Macht das Sinn oder weil eigentlich ist das Ich würde erstmal dadurch, dass wir die jetzt eh nicht so schnell brauchen, weil ich muss ja auch noch den ganzen anderen Kram machen, um diese adaptive Dings zu machen, ja. Würde ich erstmal sagen, lasse ich die jetzt einfach erstmal so produzieren. Ja. Okay, mach das. Ja. Ich fange jetzt auch an, die Produktion zu bauen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber dafür habe ich jetzt das Design komplett fertig. Brauchst du eigentlich noch... Was Stuff? Ihr Zeug? Was? Wie heißt es? Mein Gott, mir fällt der Name nicht ein. Diese Platten, die du vorhin angefragt hattest. Also jetzt im Moment gerade erstmal nicht. Ich werde jetzt gleich auch welche holen. Aber ich will erstmal... meine Produktion hier fertig machen. Junge, die Manufaktur, das hört sich an wie ein Transformer. Hast du mit der noch nichts gemacht? Nee, bis jetzt noch nicht, nee. Digga, die ist so laut. Hast du noch Betonstahl? Ich kann dir welchen hochladen. Also ich müsste den eben holen, dann mache ich das eben. Das wäre nice. Dann müsste ich jetzt nicht extra mit dem Zug fahren. Nein, klar. Sag einfach, ich bin doch gerade hier. Die dienen doch bei den Stahlwerke. So, ich lade dir mal 400 hoch. Beziehungsweise 500 sind im Upload drin, aber es gehen nur 400 rein. Also wenn du gleich welche verbaust, kommen noch welche nach. Ja, nice. Danke. Industriecontainer. Falls du das nächste Mal bei der Ölproduktion bist, ich glaube, ich bin da aber vielleicht sogar eher als nur falls... dann kannst du mal verpackten Treibstoff hochladen. Nur so zur Info. Ja. Ja. Ich bin am Überlegen, womit ich als nächstes weitermache. Also mit Stahlrohren und Kupferdraht können wir Stratoren machen. Das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Dafür gehe ich jetzt in die Base, weil ich werde gucken, ob ich mit den Festplatten, die wir haben... vielleicht Glück hab und ein Alternativrezept für den schweren modularen Rahmen kriege. Mhm. Weil im Moment müsste ich hier Stahlbeton produzieren, um den herstellen zu können. Und das wäre Pain. Was brauchst du? Aber für Stahlbeton haben wir ein geiles alternatives Rezept. Hast du dir das angeguckt? Das müsste im Fabrikator. Ja, aber da brauche ich ja trotzdem Beton. Ja. Wo war denn das Stahlbeton-Ding nochmal? Ich hatte doch. Oder habe ich das gestern nicht genommen? Nee, das ist nasser Beton. Ach genau, stimmt. Du kannst in der Raffinerie, Kevin, ja. Kannst du mit 6 Dings und 5 Wasser kannst du nasser Beton produzieren. Du produzierst anstatt 15, produzierst du 80. Du produzierst geisteskrank viel. Nur mit Wasser. Also du vermischst halt Beton, Kalk mit Wasser und dann hast du nassen Beton. Das Problem ist ja nicht die Menge, sondern überhaupt Beton zu produzieren, weil ich habe keinen Kalkstein bei mir da hinten in der Nähe. Also wenn wir auch nicht alles hier mit Fließbändern über Kilometer hinweg zupflastern wollen, müssen wir uns echt was überlegen, ob wir sagen, wir bauen wirklich ein richtig großes Straßennetz mit LKWs, die dann hin und her fahren und alles. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die Blueprints sind komplett fertig, ne? Also da kannst du jetzt einfach mal gucken. Ich habe mit Straßenrand alles fertig gemacht. Ja. Weil die Rezepte, die werden ja jetzt immer krasser, ne? Ey, warte mal ab in der nächsten Phase. Das wird so aufwendig später. Also ich weiß auf jeden Fall noch, wo ich mit Max und Rumatra gespielt habe. Ja. Die haben kilometerweit über die ganze Map Fließbänder und so verlegt, um ihre Fabriken nachher hin und her zu connecten. Weil du so viel Stuff brauchst. Ja, es ist, deswegen habe ich dieses Straßending gebaut. Mit dem Fließband und dem Hypertube und so. Damit wir das halt nutzen können, weißt du? Ich glaube halt schon, dass das eine ziemlich geile Möglichkeit ist, um halt jetzt von... Ich glaube, das ist schon sehr nice. Später wird das richtig noch auch Aufwand, wenn wir die Fabriken schön bauen wollen, ne? Das Stahlwerk von dir ist ein Witz dazu, was noch bald kommt. Okay. Ja, also wirklich, wenn ich diese adaptive Steuereinheit... Ich baue alle Produktionen gerade ja da drüben, ne? Und ich baue schon so kompakt, wie es nur geht. Sogar doppelstöckig und so ein Kram. Ja. Alleine die Produktion nur für die Computer jetzt ist schon ein Riesengebäude.
Und ich habe das so kompakt wie nur möglich gebaut. Ich tue die auch erstmal so grob jetzt machen, dass sie einigermaßen schön aussehen. Weil das Feintuning, das mache ich dann im Laufe der Zeit. Weil sonst wären wir hier nie fertig mit der Phase. Ja, ja, genau. Das ist, und die das nächsten ist das Sachen, die werden ja noch mehr Aufwand. Ja, also ich glaube, wir werden hier mit diesem Projekt noch einiges zu tun haben. Aber ich bin hyped, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich finde es einfach nur ultra nice. Also die adaptive Steuereinheit zum Beispiel, die ich jetzt gerade hier am Machen bin, das ist später einfach nur eine Unterkomponente. Aber gut, da kann man dann eh überlegen, wenn man die vielleicht nicht für irgendwas anderes braucht, ob man die Fabrik dann nutzt, um dann die nächste Komponente damit weiter zu produzieren. Ja. Warum haben die Tesla hier viereckige Räder? Das ist halt ein Witz, Junge. Das ist einfach nur ein Witz. Und es ist mega, mega wild. Der fährt bei mir gar nicht. Nee, den kannst du auch nicht fahren. Das ist einfach nur ein Joke. Boah, wir haben sogar ein Alternativrezept. Schwerer, flexibler Rahmen. Aber der braucht auch Stahlbeton. Ach, das ist traurig. Ich will keinen Stahlbeton produzieren müssen, bitte. Chat, meint ihr, das ist worth? Wenn ich das bis zum nächsten Bahnhof immer mache. Das sieht halt auch geil aus, ne? Zander? Ja. Ich hätte noch eine weitere Transportmöglichkeit für uns. Also jetzt für uns, dass wir schneller von A nach B kommen. Und zwar? Ich kann an der Seite von den Bahngleisen Hypertubes verlegen. Das heißt, wir können ganz easy mit Hypertubes reisen. Ja, kannst du machen. Also ich habe ja in die Straßengeschichte, habe ich ja in das Design, habe ich ja direkt Hypertubes reingebaut. Ne? Das hast du gesehen, ne? Ja. Genau, also das heißt, mit den Straßen können wir uns dann auch mit Hypertubes bewegen. Aber die Schienen ist natürlich nicer, weil dann haben wir direkt einmal außen rum. Und wir haben dann ja, das ist schon cool. Also ich würde ja sagen, wir haben ja im Grunde haben wir einen großen Kreis mit Schienen. Und alles in der Mitte können wir ja mit Straßen machen. Ja, ja, also ich würde das Innere alles mit Straßen machen. Genau, richtig. Und das ist dann der Way to go. Das heißt, wir können von einem Bahnhof zum nächsten Bahnhof über Hypertubes und von dem Bahnhof dann zu einer anderen LKW-Ladestation sozusagen gehen mit Hypertubes. Dass wir uns komplett mit Hypertubes über die Karte bewegen. Das ist unterm Strich das Beste, was wir machen können. Ey, das ist so geil. Wie schön sauber der sich da um die Dings verlegt. Meine Güte, was ist denn hier los heute? Könnte ich mal einen hier in Ruhe arbeiten lassen? Aber das kann ich ja dann immer noch weiter ausbauen, Chat. Das ist doch eine geile Sache hier. Uns fallen einfach zu viele Dinge ein, die wir jederzeit noch machen können. Wir kriegen irgendwie alles gebaut, bis auf die Produktion, die wir brauchen. Ich finde es aber mega geil. Ich sag's dir ganz ehrlich, das zeigt einfach, dass wir das Spiel gerade hart enjoyen. Ich hab noch gesagt, wir werden das ganze Wochenende Phase 3 nicht abschließen. Jetzt ist schon bald Mitte der Woche und wir haben es noch immer nicht geschafft. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, das ist normal. Wenn man's so spielt wie wir, dann auf jeden Fall, also ja. Also in der Phase, wo wir jetzt gerade sind mit den ganzen Möglichkeiten, ist klar, dass man dann nicht so schnell vorwärts kommt. Weil wenn man jetzt hier anfängt, Schienennetze und so zu bauen und bei der Größe, wenn ich jetzt den Hyperloop heute verlege komplett, dann bin ich den ganzen Tag wieder nur daran zugange. Ja, wenn du es so machen würdest, definitiv, ja, true. Und dann ist die einzigste Produktion, die ich heute hochgezogen habe, die Computerproduktion. Was ja nicht bad ist. Ihr seid halt Bastler. Also ich enjoy das. Gestern hat erst ein einziger Spieler Phase 5 abgeschlossen. Hä, for real? Ja, ich gehe davon aus, die wird halt giga aufwendig sein, ne? Ja, aber wenn der gehustelt hat, also wenn der einfach reingegangen ist, ohne zu bauen, Kevin, dann sitzen wir noch ein Jahr hier dran. Im Endgame ist man dann froh, dass man sich die Arbeit bereits gemacht hat, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, erstens macht es mir in der Phase, wo wir gerade sind, mega viel Spaß. Und zweitens wirst du belohnt, wenn du halt am Ende alles richtig gemacht hast und musst nicht immer 10-mal alles neu machen, weißt du? Ab da, wo ich die Computerproduktion gebaut habe, jetzt noch einen Bahnhof hingezimmert. Okay. Ja, why not? Wenn das. Also mit Bahnhof, dann bist du halt der Mann. Ne? Wenn du sagst, das geht noch, wir können noch Bahnhöfe bauen, dann let's go. Das musst du aber entscheiden. Na gut, wir können halt so viele Bahnhöfe bauen, wie wir wollen, ne? Mhm. Oh, nice. Man kann vom Bahnhöfen sogar Strom rausnehmen. Das ist geil.
Dann kann ich die Hypertubes gut hier mit Strom versorgen. Jetzt muss ich jede Menge Kupferbleche holen. Frisst der Hypertube nicht auch pro Länge oder so irgendwie Strom? War da nicht irgendwas? Nur die Ein- und Ausgänge, okay. Ja, genau, richtig. Nur die Ein- und Ausgänge. Der pustet da rein, der muss am Eingang und am Ausgang ist der... Genau. Alright, Leute. Die Action beginnt. Perfekt den Schwung vom Zug ausgenutzt. Habt ihr es gesehen? Ich bin gerade in der Zwickmühle, Leute. Ich überlege gerade, mache ich jetzt zuerst die Hypertubes oder tue ich den Bahnhof mit der Computerproduktion anbinden? Damit zumindest schon mal die Computer jetzt in unsere Mainbase gehen und alle Überflüssigen werden dann geschreddert. Bahnhof. Also ich würde sagen, ich verlege die Hypertube bis zu dem Bahnhof, weil das ist ja direkt der nächste. Und dann baue ich den direkt. Rein in den Sauger. So wie es aussieht, ist die Hypertube aber immer noch so ein bisschen, dass sie leckt. Das war sonst auch immer ein Problem, ne? Der Ausbau geht weiter, Chat. Die Eskalation erreicht neue Ausmaße. Das ist richtig nervig, die zu verlegen. Später kann man doch, glaube ich, sogar mit dem Jetpack so richtig schweben, ne? Wow, 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 Alter! Junge, raste doch nicht aus! Was ist denn los bei dir? Stahlrohre! Zander, kannst du mir Stahlrohre hochladen? 126 kommen. Brauchst du mehr? Ja, viel mehr. Ich verballer die wie sonst was. Hol ich dir. Ich bin die so am Verballern gerade, das ist krank. Wofür? Hypertube. Ach so. Ach, baust du die jetzt komplett oder was? Ich bin gerade dabei, die zum ersten Bahnhof zu legen schon mal. Okay. Boah, ich will unbedingt das andere Jetpack haben. Damit man so hovern kann, meinst du? Ja, das wäre tausendmal besser zum Bauen. Auf jeden Fall. Immer dieses Leertasten-Spam nervt schon hart. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann genau den Punkt auch noch treffen willst, wo du bauen möchtest. Pass auf, ich lade die jetzt in der Queue 400, 800, 1000 Stück rein und du sagst mir einfach, wenn du noch welche brauchst, okay? Ich baue mir einfach ein paar seitliche Zwischenabschnitte rein. Dann kann ich immer an der Seite das dran setzen in Ruhe. Tut man eigentlich mit der Zeit voll heilen, wenn man nichts isst? Nee, nur ein bisschen. Kriegst immer ein bisschen Heilung. Und man muss also essen, um wieder voll zu werden. Richtig. Boah, wenn das im echten Leben so wäre, dann wäre ich der gesündeste Mensch auf Erden. Einfach essen und heilen. Na gut, sag mal, ab 400 Kilo kannst du aber nicht mehr gegenheilen, ey. Da wird's schwierig. Ja, aber stell mal vor, du hast irgendwie, keine Ahnung, so sagen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, was ist richtig scheiße so? Krebs? Das ist Krebs, du musst einfach nur was essen und das weg. Ja gut, aber gibt halt Schlimmeres, ne? Es geht tatsächlich auch ohne Essen, dauert nur länger. Ach echt? Ach Mann, Zander, jetzt habe ich wegen dir meine Nüsse gegessen. Ganz geil. Out of context, ganz, ganz komische Aussage. Du hast gesagt, man muss essen, um zu heilen. Ich habe gesagt, ja, habe ich gesagt. Ich hab's gesagt. Du hast vollkommen recht. Und ich hab direkt alle Nüsse in den Mund genommen. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass du so gierig auf Nüsse bist. Die sind aber, das sind so richtig schön dicke Nüsse hier. Geil. Hört sich gut an. Ich glaube, das mit dem Hypertube ist echt eine smarte Idee gewesen hier. Den so an der Seite zu verlegen. Junge, ich bin die Stahlrohre so am Verballern. Da kommt selbst der Upload nicht hinterher, Zander. Okay. Zieh dir noch mehr rein, ja? Wieso? Bin ich die zu sehr am Verballern? Ja, wenn du sagst, du ziehst die schneller leer als der Upload, dann denke ich mal, du wirst wahrscheinlich gleich noch mehr brauchen, oder? Ey, ich sag so, wie es ist, ne? Ich werde jetzt gleich, wenn ich dann den Zug, also den einen Bahnhof angebunden habe, einmal kurz mit dem Zug rüberkommen zum Stahlwerk. Dann hole ich welche. Ich werde also... Stahlträger oder Stahlrohre? Stahlrohre. Ja, ich wollte gerade sagen. Zum Glück hast du diese ganze Produktion so gigantisch groß aufgezogen, dass wir echt gefühlt unendlich davon haben. So sollte es sein, oder nicht? Ich bin die Teile so am Verjieten hier. Aber wenn du so Hypertube baust, die fressen die Teile auch förmlich. Strom? Flupp! Ich frag mich...
ob die irgendwann mal die Hypertubes richtig geil ordentlich hinbekommen. Das leckt rum, ne? Ja, also das hakelt so ein bisschen, wenn man da drinne ist. Einfach mit diesem kleinen Fabrikauto fahren, Kevin. Dann löst sich alles, alle deine Probleme sind gelöst. Also wenn du damit über die Gleise fährst, dann, wenn der Zug kommt, der wird dich so wegkicken. Den Zug juckt gar nichts, wenn der kommt. Ich war eben an der Steigung, der ist mit 200 km/h in mich reingerast. Ich hätte ja gesagt, Chat, genießt die schöne Landschaft, ne? Aber ich glaube, wenn das so am Ruckeln ist, spare ich mir den Kommentar. Leider kann so niemand die Landschaft genießen. Nee, das Ruckeln hat man nur im Multiplayer. Ich hatte ja gehofft, dass sie das in Dedicated Servern verbessert haben, aber leider... Leider haben sie da gar nichts verbessert. Wir haben jetzt schon fast einen halben Industriecontainer voll mit Computern. Boah, ich habe so viele Kupferbleche jetzt mitgenommen. Ach, okay, davon habe ich auch welche mit. Ich hätte, glaube ich, eher mehr von den Stahlröhren mitnehmen müssen. Kupferbleche kann ich mal hochladen, die sind fast leer. Hast du Beton im Inventar? Beton, ja. Kannst du mir den hochladen? Ja, das würde aber jetzt kurz dauern, weil ich lade auch noch andere Sachen. Ja, lass mal, brauchst du nicht. Alles gut. Okay. Ich gehe ihm kurz. Ja, ich bin doch bei uns in der Nähe von der alten Base, da ist doch Beton. Ich habe mir den extra frisch gerade auch noch geholt. Wir haben einfach schon wieder 9 Coupons, Kevin. Okay. Lade die gerade mal direkt wieder hoch. Da wird wahrscheinlich über Nacht noch viel mehr zusammenkommen, weil ich bin jetzt gerade dabei, das Computerdings anzuschließen. Ja. Ich lasse die Computer mit einem LKW dahin transportieren, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich brauche das doch nicht alles hier mit dem Dings verschändeln, oder? Aber braucht er nicht Sprit und alles? Also Treibstoff? Kohle geht auch. Zander, du hast aber einen Blick, wenn du die LKWs baust, ne? Du musst Tankstellen und sowas machen mit Treibstoff und allem. Ich bin da noch gar nicht. Ich baue jetzt gerade die Produktion erstmal für die Motoren. Für die modularen Motoren? Ja, oder dass wir da auch richtig dick was rausbekommen. Muss ja auch wieder eine Produktion sein, dass wir Überschuss haben, weißt du? Und nicht immer nur gerade ebenso. Chat, reicht das, wenn der an einer Station tankt? Oder ist das schon zu knapp? Na gut, ich würde den halt jetzt hier bis zum Bahnhof fahren lassen, abladen und dann wieder zurück, ne? Zumindest ist das mein Plan gerade. Und ich würde jetzt als Treibstoff Kohle nehmen, wahrscheinlich. Wie läuft's bei dir? Ganz gut. Ich bin jetzt gerade alles am Vorbereiten hier für den Bahnhof, dass der schick beladen wird. Ja. Ich habe mehr moderne Gleise verlegt als die Deutsche Bahn. Das ist nicht schwer. Und meine Arbeit wieder kaputt geredet. Nee, aber mehr moderne Gleise als die Deutsche Bahn, mehr Gleise als die Deutsche Bahn im Allgemeinen, okay. Aber wenn die Deutsche Bahn eine Sache moderner hat, dann nicht Gleise. Sag mir das modernste der Deutschen Bahn. Das modernste der Deutschen Bahn? Ja. Die Leihfahrräder am Bahnhof. So, Aufnahme starten. Okay, LKW beladen habe ich gedrückt. Okay, tut er anscheinend. Okay, wir tun Aufnahme nochmal stoppen. Aus irgendeinem Grund hat er das erste Beladen nicht irgendwie angenommen. Ich hoffe, das ist jetzt angenommen, das Beladen. Oh, was ist das denn? Okay, wir versuchen es nochmal. Mann. Oh, was ist er denn hier für ein schnuckliges Auto? Ey, wie, was für ein Auto? Hier ist noch ein kleinerer Schlepper. Oh, ich check's, okay. Ich weiß, was los ist, warum das nicht funktioniert. Es gibt hier keinen Strom. So, jetzt geht das. Jetzt aber richtig. Let's go! Okay, Leute. Bro, die Giraffe! So eine Giraffe? Ja, diese komische, weiß ich, Bauchpups-Giraffe da. Ah, die kenne ich. Fuckt so ab, ey. Ich werde das jetzt so bauen, dass sie hier nicht mehr draufkommt. Was ist denn eine Bauchpups-Giraffe, Junge? Du meinst aber nicht diese komischen Wal-Dinger. Ja, diese komischen, die mit dem Blähbauch.
Okay, Computer werden jetzt automatisiert zum Lager gebracht. Oh, nice. Das hast du direkt eingestellt. Ich habe alles gemacht jetzt. Ich habe hier so einen ganz kleinen Buggy, der fährt zwischen dem Lager und dem Dings hin und her. Kevin, eine Frage. Ja? Ist der Buggy Buggy? Nö, der ist echt krass, ne? Also wenn die Route verbuggt, dann teleportiert er sich einfach. Ja, das war so eine richtige Kackfrage und du hast einfach serious darauf geantwortet. Okay, erzähl weiter. Ja, und jetzt wird der Stuff hier hin und her gebracht, ne? Ja, nice. Das heißt, wenn unser Lager über Nacht vollläuft mit Computern, dann werden die geschreddert. Bist du stolz auf die Leistung, die du erbracht hast? Ah, weiß nicht, ob das was ist, worauf man stolz sein soll. Kevin, du musst mehr Stolz zeigen. Ich finde das nicht gut. Zeig Stolz. Dein stolzer Bruder. So, Geländer bauen. Ey, wenn jetzt noch eine von diesen Giraffen hier gleich rumläuft. Was machst du dann? Schlachte ich die. Oh, Giraffensteak, lecker. So. Also so habe ich dem die Route niemals gezeigt. Naja, der tut sich ja von selbst entbangen. Was macht der da jedes Mal? Keine Ahnung, ist da vielleicht ein Eiswagen oder... Ja, der fährt so unkontrolliert hin und her, das ist geisteskrank. Weil er sich freut. Ich bin gerade eine schöne, saubere Route eingefahren und der fährt die überhaupt nicht. Also der fährt sowas von einer anderen Route, aber niemals im Leben die ich gefahren bin. Der fährt andauernd in den Zaun und so rein. Vielleicht ist der einfach nur überfordert mit der Komplexität der Route. Junge, der muss nur geradeaus und einmal rechts abbiegen. Mehr muss der nicht machen. Und der fängt an, irgendwie wilde Kreise und sowas zu drehen. Hornkreise? Vielleicht sind da Aliens mit im Spiel.